Ich höre keine Nachrichten am Fernsehen, weder am Radio, ich lese keine Zeitungen. Es ist nicht, dass es mich nicht interessiert. Ich habe nicht sehr viel Zeit, ich habe nur 24 Stunden am Tag und ungefähr 12 Stunden sind dem 16. Jahrhundert gewidmet. Dann bleibt nicht viel übrig. Ich muss zugeben, dass ich mehr im 16. Jahrhundert lebe als im 21. Jahrhundert. Was mich interessiert ist, wie in der Vergangenheit die Menschen Antworten gesucht haben auf die Fragen, die ich mir auch stelle oder die jeder Mensch sich selbst, warum er lebt, was ist nach dem Tod. Und deshalb habe ich Theologie studiert, aber dann spezialisiert in der Kirchengeschichte. Ich heiße Reinhard Bodenmann, arbeite seit 11 Jahren am Bullinger Briefwechsel als Leiter dieses Projektes. Der Zugang des Menschen des 16. Jahrhunderts zum Brief ist ganz anders wie unser Zugang zu einem Brief. Der Brief war für sie höchst wichtig. Es gab kein Radio, es gab keine Zeitungen, somit waren die Briefe der einzige Weg außerhalb mündliche Sprechen auf dem Markt oder wenn man Leute trifft, um Informationen aus der Ferne zu erhalten. Deshalb war jeder Mensch, der schreiben konnte, gewillt und besorgt, einen Briefwechsel zu pflegen, um informiert zu sein. Weil informiert zu sein bedeutete genauso wie heute, eine Macht auszuüben in der Gesellschaft, in der man lebt. Aber für mich ist der Bullinger dieser Briefschreiber, der mir erlaubt, so viel mitzubekommen über die Ängste, die Hoffnungen, die Überlegungen einer anderen Zeit, die sich eigentlich sehr überschneiden mit der unsrigen Zeit. Wir haben mit 12.000 Briefen zu tun und unsere Arbeit besteht darin, dass wir diese Briefe zuerst mal entziffern und dann versuchen zu verstehen, sie kommentieren, zusammenfassen und sie veröffentlichen. Ich selber tue die Briefe transkribieren, lesen und kontrollieren, dass die Transkriptionen richtig sind. Und die Briefe schon zum Teil vorbereiten, damit meine zwei Kolleginnen dann den Themen nachgehen können und dementsprechend Kommentare machen können über den Inhalt des Briefes. Das sieht man mir nicht an, ich bin Afrikaner. Ich bin in Nordkamerun geboren, nicht so weit von Nigeria, Lagos. Als ich 15 Jahre alt war, wusste ich, dass ich, was ich machen möchte, war forschen, neue Sachen entdecken. In Europa habe ich einen kulturellen Schock erlebt, der zu einem Zusammenbruch geführt hat. Und eine sehr tiefe Krise, die mich dazu bewogen hat, mein Mathematikstudium aufzugeben und Theologie zu studieren, in der Hoffnung, Antworten auf die Lebensfragen zu finden. Und hat mich spezialisiert in der Kirchengeschichte. In der Geschichte sehe ich die Möglichkeit, also zu forschen, nachzugehen, wie die Leute früher gelebt haben und gedacht haben. Es interessiert mich nicht nur zu wissen,
wie sie früher gelebt haben, aber auch sie zu verstehen und zum anderen daraus zu lernen für mich heute. Es gibt ein ständiges Gespräch und da kann ich sagen, dass meine afrikanische Vergangenheit eine sehr wichtige Rolle spielt, weil als Kind bin ich aufgewachsen als Weißer inmitten von Schwarzen. Und drei verschiedene Kulturen, eine animistische, eine moslemische und eine christliche. Und schon als Kind lernen musste, von einer Kultur zur anderen mich begegnen, ohne sie zu bewerten und ohne sie zu verdammen. Ich frage mich oft, wie wird es weitergehen mit dieser Menschheit und was werden sie tun und wie viel werden sie gelernt haben von der Vergangenheit. Wenn ich dann so traurig bin, meine Tochter hat mir einmal gesagt, es macht mich so riesentraurig, wie dumm der Mensch ist und wie er nichts lernt aus der Vergangenheit und wie er wahrscheinlich selbst seine Zerstörung herbeiruft. Dann hat mir meine Tochter geantwortet, ja, bist du traurig? Wenn der Mensch sich selber zerstört, dann hat er es nicht verdient, weiter zu existieren auf dieser Erde. Musik